Ja, hier kommt Familie Sauerlich. Wir leben viele Abenteuer und sind sehr schlau. Nichts steht uns im Weg, wir sind meistens frech. Wir sind einfach Familie Sauerlich. Familie Sauerlich. Familie Sauerlich. Heute steht die große Poolparty von Lilly, Darian und Adam an. Doch bevor es richtig losgeht mit der Riesenparty, werde ich erst einmal die Ruhe vor dem Sturm genießen und mache es mir nochmal auf meinem Liegestuhl bequem. Ich probiere erstmal die Riesenrutsche aus. Wir haben sie extra für unsere Poolparty im Garten aufgestellt. Hey, das macht Spaß! Dieser Test wurde schon mal bestanden. Jetzt geht's noch in den Strandkorb. Und nun werden noch ein paar wichtige Telefonate geführt. Und nur kurze Zeit später ist die Party auch schon in vollem Gange. Alle Kinder sind bereits da und spielen. Clara, vielleicht finden wir ja einen Piratenschatz hier. Meine Brüder verbuddeln nämlich immer Goldmünzen im Garten. Vielleicht haben wir ja Glück und bekommen was ab von dem Schatz. Ich schaufel dir mal Sand in dein Sieb rein. Vielleicht ist ja etwas dabei. Nö, bis jetzt nix. Komm, wir machen eine kleine Pause. Soll ich dich mal anschubsen? Na gut, aber nicht zu dolle. Das war schön, das hat Spaß gemacht. In der Hängematte ist ja sogar Platz für zwei. Und die Hände zum Himmel, komm, lass uns fröhlich sein. Ich setz mich mal hin. Huch, wo ist denn Lara hin? Au, jetzt bin ich rausgefallen. Alles gut, der Sand ist weich. Ich bin nur weich in den Sand gefallen. Komm, ich helfe dir hoch. Danke, aber ich gehe jetzt erstmal nicht mehr auf die Hängematte. Guck mal, da kommt Tim von seiner Hängematte-Runde zurück. Habt ihr gesehen, wie wir in der Hängematte geschaukelt sind? Ja, aber wir haben auch gesehen, wie Lara aus der Hängematte gefallen ist. Piratbierlern, wir sollen Fatsch suchen. Ich habe Sand, Adam. Gefunden. Eine Münze. Wow, wow. Schau dir das an. Jetzt haben die doch beide eine Münze gefunden und wir nicht. Hatten verfunden. Herzlichen Glückwunsch, ihr Schatzsucher. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt in den Pool. Hurra, da sind wir dabei. Super, eine Abkühlung wird mir gut tun. Ich komme mit, Adam. Ich gehe mit dir. Wir ziehen uns jetzt erstmal drin die Badesachen an. Ja. Wir ziehen uns auch erst um. Wir sind jetzt fertig mit dem Umziehen. Mama, können wir schon mal in den Pool gehen? Na klar, ich habe von hier aus alles im Blick. Geht ruhig schon ins Wasser und viel Spaß! Könnt ihr einen Kopfstand im Wasser machen? Also ich kann das nicht. Ich schon, ich zeig's euch mal. Den Abgang muss ich noch ein bisschen üben. Das hast du doch super gemacht. Ja, das finde ich auch. Schön, dass euch gefallen hat. Wollen wir uns jetzt mal eine Luftmatratze holen? Das war eine super Idee von dir, ja? Solange die Jungs noch nicht da sind, werden wir nicht nass gespritzt. Das ist super. Und da kamen auch schon die Jungs.
Wir sind die Schlauchboot-Piraten. Das war ja ein kurzes Vergnügen. Ich weiß, wie wir noch zum Entern bringen können. Pass auf, die Jungs haben, glaube ich, irgendwas vor. Gleich kommt ein Pirat in Angriff. Oh, er macht es tatsächlich. Er hat die Luftmatratze. Menno, schon vorbei, die schöne Ruhe hier. Tim, das war jetzt echt blöd von dir. Wir haben Boot. Kapitän. Wir Captain. Lasst uns jetzt endlich mal die Riesenrutsche ausprobieren. Alle Mina. Das macht sehr viel Spaß. Ich komme als zweites. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Komm, Lara. Achtung, ich komme mit der Ente. Nur, es geht noch recht langsam am Anfang. Obgleich noch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. War ein bisschen turbulent, aber war gut. Lilly, du kannst jetzt mit dem Surfbrett kommen. Mit dem Surfbrett macht es aber auch viel Spaß, die Rutsche runterzurutschen. Ich lege mich mal in die Ente, das ist voll cool. Darf ich dich ein bisschen schieben? Na klar, das macht viel mehr Spaß, als nur in der Ente zu sitzen. Wir tauchen jetzt einmal quer durch den Pool. Mal sehen, wer schneller ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Juhu, ich habe gewonnen. Wir rutschen out. Cool, Rutsche ist cool. Hallo Kinder, ich habe Verpflegung für euch. Es gibt Getränke und Eis. Ausnahmsweise dürft ihr im Pool euer Eis essen. Ich stelle den Tisch in die Mitte des Pools. So, und jetzt ist euer Pool-Snack auch schon da. Und an was Gesundes habe ich natürlich auch gedacht. Am Poolrand steht ein Korb voller Äpfel. Danke, Papa, aber wir essen erstmal lieber das Eis. Danach können wir ja Äpfel essen noch. Das ist leckeres Eis und nicht so leckeres Eis. Solange die Kinder ihr Eis essen, gönne ich mir eine Pause im Schlauchboot. Lass uns etwas Cooles spielen. Okay, ich weiß auch schon, was wir spielen. Ich werde mich schon einmal an die Vorbereitungen für das Abendessen machen. Die Kinder sind erst einmal beschäftigt, spielen schön, da habe ich etwas Zeit für die Vorbereitungen. Ich mache etwas vor und ihr macht das alle nach. Okay, das machen wir. Und erstmal den rechten Arm hoch. Tim, das ist doch nicht dein rechter Arm, das denkst du doch nicht. Ups, da habe ich mich vertan. So, und hoch den rechten Arm. Ich kann langsam nicht mehr. Das ist mir jetzt ein bisschen zu schwer. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal, weil es ist mir jetzt auch mal ein bisschen anstrengend. Hat dein Kind eine Idee, was wir jetzt als nächstes machen, was toll und Spaß macht? Ich würde gerne Stopptanz machen. Okay, wir können Stopptanz machen. Das ist eins von meinen Lieblingsspielen. Papa, bringst du uns bitte das Radio? Na klar, kommt sofort. So, dann bekommen die Kinder jetzt mal unsere Party-Musikbox für den Garten. So, hier ist eure Musik. Ich drücke an und aus.
Das ist eine coole Fete bei dir. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Spaß macht, eine Poolparty zu schmeißen. So, und wir zwei machen jetzt Feuer und den Grill an. Heute grille ich. Aber unsere Würste möchten wir gerne selbst über Lagerfeuer grillen. So schmecken die Würstchen mir immer am besten. Miau, es wird fertig, meine Würste. Und unsere beiden Würste haben wir auch gleich schon fertig gegrillt. Sie brauchen nur noch ein paar Minuten. Wartet, meine Wurst ist noch nicht ganz fertig. Die veganen Patties für die Burger mache ich hier auf dem Kugelgrill. Ich möchte Burger, ich möchte Burger. So, und ich habe eine Riesenportion Pommes für euch alle hier. Nam, 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 das ist echt lecker. Ich wusste gar nicht, dass vegetarische Würste auch so lecker schmecken. Da hast du recht, Clara, das schmeckt echt lecker, vegetarische Würste. Das ist lecker, Adam. Guter Burger. Ich trinke erstmal einen Orangensaft vor meinen Pommes. Die Pommes sind besser als bei Marlenes Imbisswagen. Die möchte ich jetzt auch mal probieren. Wenn die Kinder jetzt mit Essen fertig sind, baue ich die Zelte für die Gartenübernachtung auf. Meinst du, das bekommst du diesmal hin? Ich helfe mal lieber. Na klar, wir haben genug Zelte und alle Zelte sind auch noch in Ordnung. Eine geruhsame Nacht im Garten steht somit nichts im Wege. Ich freue mich, bei euch zu übernachten, weil ich es noch nie getan habe. Es macht bestimmt Riesenspaß. Wir dürfen am Zelt gehen. Boah, ich bin so voll gegessen. Da lege ich mich jetzt noch mal kurz in die Liege. Wir nehmen auch ein Zelt zusammen, okay? Die Zelte sind alle aufgebaut. Jetzt ist Nachtruhe angesagt. Alles sieht stabil aus. Nur gut, dass ich geholfen habe. Nach dem aufregenden Tag sind die Kinder schnell in ihren Zelten verschwunden und sind doch sehr schnell eingeschlafen. Und wir haben den Blick in den Sternenhimmel sehr genossen. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, abonniert kostenlos unseren Kanal und gebt der Geschichte einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.